Freie Ausbildungsplätze und offene Stellenangebote. 170 Firmen aus dem Oldenburger Münsterland präsentieren sich am Freitag und Samstag auf der Jobmesse in Vechta. Schirmherr ist Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Zur Eröffnung sprach der niedersächsische Kultusminister Grant-Hendrik Tonne. Der Freitagvormittag stand ganz im Zeichen der Schüler aus den Landkreisen Kloppenburg und Vechta. Sie erkundeten das Gelände auf dem Stoppelmarkt. In vielen Gesprächen informierten sie sich über die Berufsfelder. Aber auch besondere Aktionen wie Fahrsimulatoren, Tischkicker oder auch Küken lockten die Jugendlichen an die Messestände.